Herzlich willkommen in Kosten. Wir mussten euch unsere Stadt vor der Sportseite und Touristik zeigen. Kosten ist eine kleine, schöne und sehenswerte Stadt. In Kosten ist immer was los. Es gibt viele Möglichkeiten für Sportler, Touristen und Leute, die sich für Kultur interessieren. Wenn es um Sport geht, ist unser Park ein Stadtherz. Im Park findet jeder etwas für sich. Wir sind an einen charakteristischen Ort angekommen, das heißt Plitzschen. Das populäre Plitzschen, das ist der Platz, wo sich Jugendliche aus ganz Kosten treffen, sprechen und viele interessante Sachen machen. Es gibt hier viele Bänke, also hier findet jeder seinen Platz. Das ist auch der Platz für Verliebte, wo sie ihre Liebe verwinken. Jetzt sind wir in der Sporthalle und beobachten ein Fußballspiel. Heute spielen Bewohner der Jagiellońskiej Zajdelung gegen Konstituzji Zajdelung. Wir sind gespannt, wie das Ergebnis wird. Unsere nächste Stelle ist das Schwimmbad. Wir kommen hier sehr oft, um zu schwimmen. Aber können wir nicht nur schwimmen, sondern auch in die Sauna gehen oder die Salzgrotte besuchen. Weiter Eisbaum. Man kann hier eine Weltreise machen. Wir können alle Städte verkleinert sehen und viele Informationen über sie bekommen. Hier versetzen wir uns in die Zeiten unserer Kindheit. Wir können uns an unsere beliebten Märchen und ihre Helden erinnern. Hier können wir uns ein tolles Selfie machen. Da hinten sieht man Mini-Sehenswürdigkeit. Es sieht so aus, als ob wir dort wären. Wir sind jetzt an dem Wassertraum. Der Wassertraum ist eine große Attraktion für die Bewohner von Kosten. Hier befindet sich eine Kletterwand. Hier klettern sehr gern junge Leute und auch Kinder. Es gibt hier auch eine Sternwarte.
Man kann hier Informationen über Universum bekommen und auch den Himmel beobachten. Auf dem Balkon gibt es einen schönen Blick auf das Stadtpanorama. Jetzt kommen wir zum Markt, wo auf uns ein Rathaus wartet, in dem sich Kościane Museum befindet und auch andere thematische Ausstellungen. Versuchen wir reinkommen.